Struktur, sondern es gibt immer auch zugleich die persönliche Verantwortlichkeit für das, was geschieht. Kein Mensch muss das tun. Jeder hat die Möglichkeit, auch unter den Durchführern, auch beim MDR zum Beispiel, diese Lügen einfach nicht weiter zu verbreiten, sondern zumindest mal anzumerken, dass es eine riesige Anzahl an fachlichen Gegenstimmen dazu gibt. So. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Wir schreiten jetzt zur Abstimmung. Erste Abstimmung. Sind Sie für das sofortige Ende der Corona-Maßnahmen auch in Deutschland? Dann bitte ich Sie hiermit um Handzeichen, Lautäußerungen. Ja! Vielen Dank. Zweite Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Bitte jetzt. Keine wahrnehmbaren. Zweite Abstimmung. Sind Sie für die Wiedereinhaltung des Grundgesetzes, des Nürnberger Kodexes und des Menschenrechts in deren Wortlaut und Sinn? Dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen und Lautäußerung. Vielen Dank. Gegenstimmen? Nicht wahrnehmbar. Drittens, sind Sie für Neuwahlen, Brechung des Parteienprivilegs und das imperative Mandat? Dann bitte ich Sie jetzt um Lautäußerung und Ihr Handzeichen. Danke. Gegenprobe, nein stimmen, nicht wahrnehmbar. Viertens, sind Sie für Volksentscheide über alle grundlegenden Angelegenheiten, zum Beispiel Währung oder Bündnisfragen wie NATO, Nicht-NATO, andere Bündnisse, dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen oder und Lautäußerung. Gegenstimmen? Nein, stimmen? Nicht wahrnehmbar. Fünftens, sind Sie für eine Verfassungserneuerung auf textlicher Basis des Grundgesetzes mit Wirtschafts- und Sozialcharta? Dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen und Lautäußerung. Ja. Danke. Gegenstimmen dazu?